Willkommen zurück, Leute, bei Pokémon Y. Morgen früh werde ich mich dafür hassen. Ups. Hier finden wir das so dein Umkleidekabinett. Da drin kannst du jederzeit dein Outfit wechseln. Habe ich schon, danke. Hast du im Novaria-Wald ein Pikachu gesehen? Ich möchte mich unbedingt mit einem anfreunden. Was habt ihr denn alle für ein Pikachu? Ich will auch ein Pikachu! Also, Kinder. Nein, lass mir das. Tiano? Übrigens solltest du dir ein Pokémon... Ja, hast du mir schon gesagt, danke. Heiner. Pokémon lassen sich leichter fangen, wenn du sie vorher paralysierst oder in Schlaf versetzt. Danke, du sagst mir wenigstens was Sinnvolles. Juhu! Kleiderladen. Hallo. Hallöchen. Schnapp dir ein paar Artikel aus dem Sortiment und entscheide in der Umkleidekabine, welche du gern kaufen möchtest. Ich will alle kaufen. Jedes Geschäft hat ein anderes Sortiment. Ja, das dachte ich mir schon fast. Dieser Laden ist auf Kopfbedeckungen und dazu passende Anstecker spezialisiert. Ich kann mich einfach nicht entscheiden, ob ich mir einen Anstecker zulegen soll oder nicht. Ja, ist auf jeden Fall besser als eine Brille, oder? Ich finde ja den Hut ziemlich schick. Und die Cappy, die ist toll. Ich möchte mich umziehen. Ja, ich will mich anprobieren. Die Cappy ist doch toll. Der Hut ist eigentlich auch voll geil. Mann, es ist teuer. Wie viel kostet die Cappy? Zeig mal. Aber da muss ich mir den Anstecker auch kaufen. Wieso muss man da überhaupt einen Anstecker haben? Blume. Na gut. Ist doch egal, ich brauche eh kein Geld. Yeah. Die Cappy, die sieht toll aus, oder? Ja, die ist doch schön. Okay, ich mag eigentlich gar keine Rosa. Aber die Cappy hat mir jetzt gut gefallen. Dieser Look ist 2100, okay. Hab Dank. Ich werde so oft die Pokémon-Liga machen, bis ich mir alles leisten kann. Alles. Alles. Wow, ich habe eine coole Cappy. Ich bin wunderschön. Im hohen Gras tummeln sich viele wilde Pokémon. Da fühlt man sich wie im Paradies. Ah, tut mir die Füße weh. Viola, die hiesige Arena-Leiterin, ist eine begnadete Fotografin. Wir suchen immer verzweifelt nach Pokémon vom Team Käfer, mit deren Fotos wir die Wände der Arena schmücken können. Käfer? Na toll. Man kann in der Kalos-Region eine ganze Reihe von Orden erlangen. Soll ich dir ein paar wissenswerte Dinge über sie erzählen? Nein. Oh, na gut. Oder doch. Erzähl mir was über den Krabbelorden. Mit dem Krabbelorden, Pokémon Level 30... Dann erzähl mir über alle was. Bis Level 40. Bis Level 50. Bis Level 60. Wow. Bis Level 70. Lass mich raten. Wow. Bis Level 80. Und lass mich raten. Level 90. Wow. Und Level jedes Level. Egal welchen Level. Ja, genau. Wow, ich bin so schlau. Danke, tschüss. Ich bin so klug. Ich bin so klug. K-L-U-K. Drückst du während der Entwicklung eines Pokémon den B-Knopf, verschreckt es und bricht den Vorgang ab. Das nennt man einen Entwicklungsstopp. Aber warum sollte man sowas denn tun? Ich habe eine Hose an. Ja. Hi. Wenn sich ein Pokémon, das dir sehr ins Herz gewachsen ist, entwickelt, beeinflusst das dich noch lange nicht seine Bindung zu dir. Du und dein Pupunchu zum Beispiel. Er lernt dich langsam aber sicher besser kennen, nicht wahr? In echt lieben wir uns. Wir sind ein Herz und eine Seele. Die Batterieleistung lässt nach. Danke, dass das da steht. Das ist äußerst nützlich. So, danke schön. Ich habe es jetzt ans Ladekabel gesteckt. Oh, ein Roselia-Brunnen. Unser Getränkeangebot. Kaffee, heiße Schokolade. Heiße Schokolade. Ich hätte gerne eins als...
Pokémon sind wirklich faszinierende Wesen. Wenn ich den Lehrern in der Trainerschule zuhöre, dann muss ich gähnen und tu nur so, als ob ich wirklich erstaunt wäre. Du bist... okay. Na du? Das war ein Angebot in den Geschäften, reißt dich wohl nicht gerade zum Hocker, was? Dann sieh zu, dass du zu mehr Arena-Orden kommst. Denn je mehr Orden du hast, desto mehr Artikel kannst du in den Läden kaufen. Erzähl mir mehr. Okay, ich kann mit dir echt reden, wenn ich das jetzt cool. Wenn wir miteinander Pokémon tauschen, macht es das so bekannt, dass du in Skoppel, dass du gegen mein Porenta tauschen möchtest. Behalte ich aber im Hinterkopf. Im Tausch erhaltene Pokémon sind leichter zu trainieren und gewinnen schneller an Stärke. Wenn du allerdings nicht genügend Arena-Orgen hast, dann finden die dich scheiße und spucken dir auf den Kopf. Okay, danke für den Hinweis. Ja, hallo, was ist denn jetzt? Was, die Batterieleistung lässt gar nicht nach, ich hänge am Ladekabel. Ist es die Arena? Trainerschule. Hallo, kleines Mädchen. Auch Pokémon haben eine Schwäche für Süßes. Sie freuen sich riesig über Naschereien. Oh, du hast aber eine schöne Kopfbedeckung. Ja, habe ich mir gerade gekauft, oder? Die Vielfalt an der unterschiedlichen Boutiquen hier in der Carlos-Region ist wirklich etwas Feines. Ich hätte jetzt gerne einen Pferdeschwanz. Was bietet ihr so an? Ihr bietet auch heiße Schokolade an. Und ich kann da nicht rein. Oh, ich will doch nicht... Wie siehst du denn aus? Ich bin total erwachsen und habe deshalb auch jede Menge Superbälle. Hier, also krieg ich... Du kriegst einen von mir, weil ich voll nett bin. Willst du mich daten? Nein. Sorry, entschuldige ihn. Er ist nicht so reif, wie er denkt. Okay. Komische Leute, wir leben hier in dieser Stadt. Ach, halt doch die Klappe, die Batterieleistung lässt gar nicht nach. Jedes Lächeln wird geknipst. Da will ich aber erst später hin. Wer die Wechselwirkung inzwischen den Typen gemeistert hat, braucht sich auch vor starken Gegnern nicht mehr zu verstecken. Okay. Tipps für Trainer. Das Pokémon, das kämpft als erstes. Hey du! Du bist eins der Kinder, oder? Mann, dein Poponcho macht einen aufgeweckten Eindruck. Warum schaust du nicht mal in der Arena dabei? Meine Schwester würde sich sicher freuen. Ich will Inliner. Wie kann man einen Trainer seine Pokémon belohnen? Weiß nicht. Sag du es mir. Ich hätte immer noch gern eine heiße Schokolade. Schweinebacken. Jetzt komm schon, ich will eine heiße Schokolade trinken. Hallo. Oh. Nice. Das war Zufall. Hallo, ich werde jetzt super schlau. Ich will schlau werden, bring mir was bei. Oh, hier, das ist für dich. Oh, cool. Danke. Nochmal danke. Ja, Mann, danke. Am Kampf beteiligte Team-Pokémon erhalten, auch wenn du wilde Pokémon fängst, E-Punkte. Ja, danke. Wo ich das weiß, eins meiner Pokémon ist auf diese Weise mal ein Level aufgestiegen. Danke, dass man das mir gesagt hat. Weißt du, Pokémons können tragen Items. Ach so. Hey, was ist mit den Wechsel... Also Wasser ist effektiv gegen Feuer und Feuer ist effektiv gegen Pflanze und Wasser ist schwach gegen Pflanze. Okay. Auch Attacken werden bestimmten Typen zugeteilt. Setzt dein Pokémon eine Attacke ein, den Typ mit dem eigenen Typ oder lalala, ist die Attacke stärker. Step nennt man das. Okay. Ich will es lernen. Pff, nie im Leben. Ich weiß schon alles. Wow. Nein, will ich nicht lesen. Ah, ich weiß doch, was Vergiftung ist. Nein. Hilfe, Wissen. Lass mich schnell hier raus. Lass mich raus. Sonst stecke ich mich noch an. Mein Handy hat vibriert. WhatsApp. Auf Rollerskates durch die Gegend zu saugen. Sausen? Ist ein sagenhaftes Gefühl, findest du nicht auch? Ja, aber ich habe doch gar keine. Ach, weißt du was? Wenn du mich besiegst, dann schenke ich dir welche. Also, nimmst du an? Ja, klar. Also gut. Geschwindigkeit ist der Schlüssel zum Erfolg. Na, das bestreite ich.
ein Zickzacks. So. Erstmal paralysiere ich dich. Ja, das will ich tun. Wehrt die Attacke ab. Na dann paralysiere ich dich eben nicht, sondern hau einfach drauf. Bevor es meine Dings so viel geschwächt hat, dass es mich mit einem Treffer basht. Darauf habe ich nämlich echt keine Lust. Wie viele Pokémon hast du? Zwei oder eins? Mann, Zickzacks, hör auf damit! Ich will deinen blöden Schweif nicht sehen! Oh, Mann. Und? Oh, 10. Ein Crit und wir sind down. Ashy! Ich vertraue dir. Okay, brav gemacht. Super. Ich liebe dich, Ashy. Ashy, du bist toll. Tschüss, Zickzacks. Ich krieg jetzt Inline Skates. Oh, wow. Ich kipp im nicht. Vielleicht bist du sogar noch stärker als die Arena-Leiterin. Also, hier ein Roller Skates. Ah, nice. Danke. Warte, ich lese dir kurz ein paar Zeilen vor. Also, diese Rollen passen auf jedes Schuhwerk. Bewege dich mit dem Schiebepad, um deine Rollerskates zu schlüpfen und ab geht die Post. Probier es einfach mal aus. Whee! Yeah, ich habe Rollerskates. Ah, und so laufe ich normal. Das hat man mir vorhin schon erklärt. Ja, du kannst sie mit jedem Schuh tragen. Das ist perfekt für modebewusste Skater. Ich bin ein modebewusster Skater. Ich ziehe an, was mir gefällt und scheiß drauf, was in den Modemagazinen steht. Juhu! Ja. Tiado, ich habe Inliner. Cool, oder? Jetzt bin ich viel cooler als du. Ich meine, du bist auch cool. Aber ich habe jetzt Inline-Skates. Cool. Sollen wir schon in die erste Arena gehen? Ich habe nichts gegen die. Ach, egal. Novaria Arena. Schenkst du mir ein Tafelwassertyp? Sei gegrüßt, zukünftiger Champ. Wie geht's? Wie steht's? Ah, das wird dein erster Arena-Kampf, was? Bist du aufgeregt? Klopft dein Herz vor Nervosität. Ach, was, macht dir keine Sorgen. Alles wird gut, du hast doch Pokémon dabei. Und schließlich ist es ja dein Team, das kämpft nicht, nicht du, oder? Also, wenn du da runter gehst, dann kommst du zur Arena. Aber vorher habe ich noch einen Tipp für dich. In dieser Arena kämpfen alle ausschließlich mit Käfer-Pokémon. Bringt mir nichts. Ein Spinnennetz. Was? Hallo? Du versuchst dein Glück in der Arena? Na dann herzlich willkommen. Los, zeig mir deine Pokémon. Ich finde, die Arena ist echt geil gestaltet, aber ich laufe auf einem Spinnennetz. Wow. Wow. Mich schüttelt's, Ladybar. Ich habe absolut gar nichts gegen euch und ihr könnt Flugattacken, ihr Kackviecher. Ah, Level 10! Was? Guck mich nicht so an mit deinen großen Augen und hör auf, dass ich dich süß finde. Und hör auf, mich zu verwirren. Das ist ja noch schlimmer. Nein, Ashy. Gut, brav, Ashy. Oh Gott. Wenn das Viech nur eine Flugattacke hat, sind wir echt am Arsch. Ich versuche mal, es einzu... paralysieren. Mann, Ashy, du sollst dich doch nicht selber kloppen. Oh, sorry. Sorry. So, ich paralysiere dich jetzt erstmal. Sehr gut. Bitte, 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 Kampf, keine Kampfattacke, keine Flugattacke, keine Flugattacke, keine Flugattacke. Ashy greift an. Brave Ashy.
Essie. Was ist Kometenhieb? Oh, aua. Hör auf. Essie ist nicht mehr verwirrt. Sehr gut. Ich glaube, es kann keine Flugattacken. Super, super, Essie. Essie, rock das! Ja, Mann. Haha, du bist paralysiert. Meh, 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 meh. Und das war's. Essie ist der Gewinner dieses Kampfes. Wow. Das Tolle an Pokémon Arena ist, dass man dort jede Menge unterschiedliche Pokémon sehen kann. Aha. Cool. La la la. Ach, da kann ich. Ah! Ich habe das System verstanden. Hallo. Käfer-Pokémon entwickeln sich außergewöhnlich schnell weiter. Oder? Stand da überhaupt schnell? Oder habe ich das jetzt nur gelesen, weil ich es weiß? Donny? Du hast auch einen Pupuncho. Ich habe auch eins. Meins ist weiblich und heißt Ashy. Und ich werde die Stachel sporen. Was wehrt die Attacke ab? Hör auf. Juch. Ich habe Angst. So. Härtner? Wieso hat meins keinen Härtner? Meins hat gar keinen Härtner. Nein, ach so, die scheiß Fähigkeit. Ah, verdammt. Alter, ich mach dem gar keinen Schaden. Wow. Krass. Ich glaube, ich habe noch nie einem Pokémon so wenig Schaden gemacht. Wie viel ziehe ich dir mit einem Blub ab? Viel. Gut. Ich will dann bitte zurück ins Pokémon Center. So. Ziemlich. Bald. Aua! Hör auf jetzt. Ich will ins Pokémon Center, bitte. Die sind ganz schön stark hier drin. Was auch immer das für ein Geräusch war. Und Froxy ist auf Level 11. Sehr schön. Und Ashy auf Level 10? Ja. Durch diesen Kampf hast du auch dich außer Trainer schnell und entwickelt. Das ist nicht so mit der deutschen Sprache, oder? Warte, um zurückzukommen, muss ich doch einfach zurücklaufen. La 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 la, das war schon mal falsch. La 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 la. Okay, hier, an dir bin ich vorbeigekommen. Wie kann ich wieder nach oben? Gar nicht? Ach komm schon, ich muss doch wieder nach oben kommen. Nein, bitte. Na gut, dann nehme ich eben meine Tränke. Wahnsinn. Wie die einen hier nicht mehr rauslassen. Ich mache alle Regentropfen weg. Alle Tautropfen. Das ist meine neue Lebensaufgabe. Hi. Du bist mir hilflos aufgeliefert, wie ein Insekt, das sich in einem Spinnnetz verfangen hat. Ja, du bist mir auch sehr sympathisch. Du hast meinen Namen geklaut. Und du hast ein Kukuna. Und ein Safcon, nehme ich mal an. Willst du mich eigentlich verarschen? Wieso heißt die Mina? Die soll nicht Mina heißen.
Die hat Kokuna! Och Mann, die soll nicht Mina heißen. Nein, nein, nein. Och Mann. Du hast Giftstachel. Immerhin kannst du mich angreifen. Das ist ja schon mal sehr, sehr gut, weil du da nicht die ganze Zeit Härtner einsetzen wirst. Hoffentlich vergiftest du mich nicht. Ich habe schon darauf gewartet, dass ich jetzt genau in dem Moment dran stehe. Ah, Ashi wurde vergiftet. Oh Mann. Ashi ist ziemlich robust. Schafft sie doch leicht. Bin mal gespannt, was die Arenaleiterin so für Pokémon hat und ob wir das schaffen im nächsten Part. Wadribiert! Flugattacken. Wir bleiben jetzt trotzdem mal drin. Einfach nur, weil ich es testen will. Wow. Okay. Wie viel Schaden mache ich dir? Eindeutig zu wenig. Okay. Die Diskussion ist hiermit beendet. I have a banana. Warte, Ribi. Hör auf damit. Die hat bestimmt dann so eine Überwartribi und den Schmetterling. Der hat auf jeden Fall den Schmetterling. Die wird diesen Schmetterling haben, stimmt's? Oh, ich wollte Jenny... Oh, das kann ich doch nicht machen. Ich könnte sie über den Wundertausch tauschen, aber das wäre gemein. Unglaublich, wie stark du bist! Ich bin ja auch deine Namensgeberin. Deine Eltern fanden mich so toll. Ja, hallo, komme ich hier nicht mehr raus? Kann doch auch nicht sein, oder? Die müssen mich hier doch wieder rauslassen, ey. Hey, die lassen einen hier nicht mehr raus. Ich will bitte ins Pokémon Center. Wie komme ich in die Mitte wieder? Verdammt, ey. Alter, ich will ins Pokémon Center. Hä, das gibt's doch nicht. Die lassen einen hier echt nicht mehr raus. Die sperren einen hier ein. Und dann geht man ihr ins Netz. Wie ein wehrloses Insekt. So wie es Mina schon gesagt hat. Das finde ich voll schwul. Ich will hier nicht eingesperrt sein. Lass mich raus. Oh, Mann. Na gut, Leute, ich würde sagen, im nächsten Part machen wir ein Fotoshooting. Und besiegen währenddessen in einem und demselben Atemzug diese Arena-Leiterin hier. Ich bedanke mich fürs Zugucken. Wir sehen uns das nächste Mal. Tschüssi!